Okay, sie haben einfach so gestartet, aber wie gesagt, ich brauche gar keinen, muss keine Pre-Inca ziehen. Das passt. Der Priest will anscheinend vorher das Dispeln. Aber ich ziehe jetzt keinen Sprint. Okay, er dispelt sie alle einzeln, passt. Ja, guck mal, das ist jetzt ein 13er quasi. Ich ziehe jetzt hier, ich weiß nicht, ob es gewastet ist, aber ich ziehe jetzt hier Inka bei den Hütet beiden euch. Viechern. Ich habe nicht nachgeguckt, was für Affixe sind. Also, was haben wir Hütet tyrannisch? euch. Ist Boss-Buff, ne? Wütend ist, glaube ich, warte mal, warum ist denn der eine kurz vorm Sterben? Was macht, wo ist denn der Typ? Hütet euch. Hä? Durch was ist der denn jetzt gerippt? Na, fuck, ich habe schon wieder diese falsche Anzeige. Der ist irgendwo anders unterwegs. Ist der gar nicht in der Instanz hier Hütet drin? euch. Hä, wie ist denn der gestorben? An was, bitteschön? Okay, also ich habe den Debuff, das ist eigentlich beim Druid Tank perfekt, weil ich kann den runternehmen, ne? Hütet euch. Eigentlich super. Wenn ich es mir mal gebindet hätte, ne? Das wäre gut. Habe ich aber nicht. Ich könnte es mir eigentlich. Warte mal, habe ich das nicht auf diese Maustaste nach vorne? Ah, ich bin mir nicht sicher. Okay, und was haben wir da? Nekrotik. Oh nein, es ist Nekrotik-Woche. Hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich das. Aber auch, schau mal, selbst in der Instanz ist das hier dunkler, ne? Ich habe mir diesen Trank reingeschmissen. First Right Side, okay. Der Priest gibt hier voll die Anweisungen. Hol die jetzt einfach mal zurück. Ja, fucking Necrotic. Das ist der. Das ist. Na gut. Je nachdem, wie lange die Ads leben. Okay, mit dem Kicken haben sie es anscheinend nicht so. Necrotic ist nervig. Also, hier kann ich halt wahrscheinlich wenig. Oh. Damn it. Waren das die Ads, die so viel reingerotzt haben? Soll ich den Heiler. Nee, ich hau keinen Battle Reds raus, das überleben wir so. Ich retze ihn danach einfach. Jetzt dispel ich den bloß. The fuck, hat uns das so zerstört? Ja, du, ich hab schon gekickt wie ein Weltmeister. Diese Tornados, ne? Die sind richtiger Abfuck. Ich ziehe aber jetzt hier nicht mehrere Gruppen zusammen. Für die Große habe ich dann wieder Inka, das passt. Okay, also sie wollen eher die Schattensalve gekickt haben als das andere Zeug. Fuck, jetzt habe ich das auch gekickt. Den dispeln wir jetzt mal. Okay, ich musste ihn jetzt quasi in das Ding reinkicken, aber jetzt habe ich nichts mehr. Ich kann ihn desorientieren. Passt. Okay. Einmal hier drauf. Jetzt habe ich Inka ready. Das ist nämlich einer der beschissen. Also. Hier, das sind eigentlich so gut, obwohl hinten sind auch nochmal starke Mobs, never mind. Hier sind eigentlich lauter beschissene Mobs drin. Okay, wir haben keinen. Ich habe keinen Interrupt mehr. Ich habe alles auf Cooldown, was bei mir interrupten kann, tatsächlich. Oh fuck, ich hätte mein Dings nicht. Das war meine Glocke, habt ihr gesehen? Ich war auf irgendwie 20%. Glocke rein. Hat sich die Sache. Die Glocke ist so stark.
Hab ich nicht, eigentlich hätte ich das Inka, hätte ich die Inka für die Dings aufbewahren sollen hier. Backpackeln mal langsam raus. Eigentlich hätte ich die. Irgendwie hier, die verschwinden teilweise die Texturen. Oh, da hat's einen erwischt. Da hat's einen erwischt. Das war ein billiger Tod. Ach, der Boss ist schon. Haben wir. Nee, scheiße, wir haben keinen Battle Rats. Ja, das ist jetzt nicht gut. Ich spiele mit einem weniger. Ja, der eine Dude ist halt an dem Dings gestorben. Ich weiß nicht, ob sie die Ads kicken, ob sie die killen, sonst muss ich halt kiten. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Viel less no mana. Besser. Oh nein, ich will jetzt nicht vipen. Das kriegen wir schon. Alter, der Boss. Also. Ist es doch kein Stress? Bin komplett vor. Jetzt hat er sich hingelegt, der. Fast. Also das ist echt gammelig. Damn shit, Warlock. Es wird sich geflamed hier. Ja gut, der eine ist halt, der eine ist halt echt an dem Gammelzeug verreckt, ne? War halt unnötig. Aber dass der Heiler jetzt kein, also der hatte, gut, der hatte fast keinen Mana, ist schon klar. Aber der Boss macht nicht sonderlich viel Damage. Also, habt ihr gesehen, der war jetzt auf 66%. Also ich hätt gesagt, den hätten wir auch totwipen können. Das wäre jetzt nicht der Stress. Lauf da halt nicht in den Boss rein jetzt. Was ist jetzt mit dem Warlock? Will er jetzt nicht laufen oder was? Das geht ja schon wieder gut. Ach komm, ja. Yeah. Weißt du, sowas ist halt shitty ohne Ende. Warten, bis alle hier sind, dann setzen wir den Reds an und dann zu releasen. Da gehört dir eine rechts und links geklatscht. Und zwar richtig, wenn du sowas machst. Geht schon gut los hier. Rechts und links und dann nochmal rechts und links. So. Können wir jetzt? Okay, auf geht's. Ja, ich warte halt noch, dass er seinen scheiß Dingsbuff stellen kann. Der eine schreit nach GS, der will halt die Dings haben und der Warlock ignoriert das. Ich glaube, der Russe kann ja auch kein Englisch. Soll ich mal drin stehen bleiben? Ich weiß nicht, ob das sinnig ist. Also, der Burst ist ja jetzt ziemlich scheiße, den wir haben, ne? Also eigentlich so 20, 25k kannst du mit den meisten Klassen bursten. Vor allem, wir haben halt sogar Drums, ne? Gut, der Hexer muss anscheinend seinen Damage erst aufbauen. Der Shadow. Naja. Nicht so prickelnd. Mal schauen, wie weit ich die Ads ziehen, wie weit ich den Boss ziehen muss, ob sie die Ads machen. Gut, ich hätte natürlich jetzt hier Mars Entanglement mitskillen können. Aber wenn Necrotic ist, dann war es tatsächlich die bessere Entscheidung. Unbewusst, ne? War es die bessere Entscheidung, auf Typhoon zu gehen. Dann kannst du halt nochmal ganz easy. Obwohl, ich bin ja eh mit dem Ali-Char drin. Ich habe ja Shadow Melt. Dann kann ich es Necrotic sogar einmal resetten. Weil dann stirbt wahrscheinlich ein Melee. Und mittlerweile ist ja die komplette Akku dann weg. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Thank you.
Okay, der Ring war gut. Da kann man nichts sagen. Der Ring war gut. Ich bleib jetzt mal drin stehen. Scheiß drauf. 100k macht das. Machen wir einmal hier den hier und gut ist. Den wollte ich schon wieder nicht mehr in Ding. Wo ist denn der? Was macht. Achso, der hat der Typ hinten. Aber warum legt denn das da ganz hinten ab? Also erst ehrlich. Da liegen halt eh vorne schon welche. Dann kannst du es auch vorne ablegen als Melee. Hat er jetzt den Boss getauntet? Ja, denn. Vor allem, die kommen halt eh nicht mehr raus. Hätte auch einfach am Boss stehen bleiben können. Ist halt wurscht. Also manche Leute verkünsteln sich schon. Achso, dafür haben sie jetzt ein Geld gesetzt, okay. Ich frage, ob ich hier jetzt nochmal Inka ziehe. Die werden mich halt schnell stacken. Na, 17 habe ich jetzt. Okay, nice. Ring plus nochmal meinen eigenen Knockback. Hat mich die Stacks resetten lassen. Gut, dass der Monk mich da supportet. Weil hier, ich könnte natürlich hinten rauslaufen, aber das ist auch ein bisschen gammelig, um ehrlich zu sein. Bleiben wir noch. Ja gut, es kommt dann auch gleich. Halt, warte mal, den können wir eigentlich dispellen. Da macht er ein bisschen weniger Damage. Es kommt dann auch gleich ES Reaping. Ja, dann spare ich die Inka jetzt noch. Der nächsten Gruppe kommt Sweeping. Dass es hier immer so lang dauert, ne? Ah, fuck it. Jetzt hab zu früh quasi meinen Trash eingesetzt. Macht der gerade hier seiner E-Scheiß bei zwei Mobs? Lohnt sich das? Okay. Also Shadow hat ja zwei so Dings-Casts, ne? Einen Single-Target, so einen Channel, und dann einen so einer E-Channel, den er gerade einsetzt. Der sieht vom Strahl fast genauso aus, aber wir haben hier quasi einen anderen, quasi das eine dieser E-Ding hat nochmal so ein Ding außenrum. Okay, wenn der fällt, dann kommt... Oh, da hinten ist auch nochmal eins. Das lief ja jetzt ganz gut. Hier ist es teilweise kacke, wenn dir von hinten die Mobs danach spawnen, du an den Voids im Ausweichen bist als Tank und dir die quasi die Gruppe von hinten totgeschossen wird. Hatte ich auch schon mal. Sollte nicht passieren, aber teilweise ist das echt blöd, wenn die dann nachspawnen. Ist der an dem Raptor verreckt? Ernsthaft? Also die Leute sterben halt echt an ziemlicher Scheiße hier. Einer hat BR, schreibt, naja, gut. Warlock. Er ist ein bisschen angepisst auf den. Kann ihn damit interrupten mit dem Knockback? Okay, das wusste ich nicht tatsächlich. Mal gucken, ob ich hier Stacks resetten muss. Wahrscheinlich schon. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Okay, also Ding funktioniert nicht.
1925. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Jetzt resette ich quasi Stacks. Naja, der Kasse, den ich durch, brauche ich meinen Knockback sogar nicht mehr. Das ist echt praktisch, dass ich jedes Mal den Effekt neutralisieren kann, ne? Also wütend kann ich schon mal komplett runternehmen. Das ist schon ganz nice. Ja, also da jetzt ein Battle Rats zu wasten, weiß ich nicht. Halte ich jetzt auch nicht sonderlich viel von. Jetzt ist die Frage, wie viel ich bei einem 13er Key in dem einen Raum einen Schleim inpull, ne? Ob ich da all in gehe oder ob ich. Ich glaube, ich mache ein bisschen vorsichtiger. Man muss es ja nicht forcen, dass es scheitert. Und wir haben eh schon ziemlich viel Zeit verloren. Also wäre eigentlich ein Grund dafür, jetzt richtig Gas zu geben und alles zu pullen. Aber ich glaube, das könnte fast in die Hose gehen. Hier nehmen wir das mal runter. Hütet euch. Vor tausenden Jahren hätte eine Blutseuche die Sandalari fast ausgerottet. Als die Tempel. Ja, 4% habe ich Ding, jetzt nehme ich mal nicht so viele. Sie Golems, um die verseuchten Leichen loszuwerden. Bin mir sicher, der wird. Ach stimmt, ich habe ja Necrotic, ne? Ich darf eh nicht alle pullen. Sonst stacke ich hoch wie so eine Bitch. Na gut, jetzt habe ich damit nochmal gestackt. Stimmt, ich darf eh nicht alle pullen und außerdem spawnt der Schar jetzt. Ah shit, ich hätte aus dem Combat rauskommen müssen. War das Zorns, muss ich schnell anhitten? Okay, haben wir. Okay, ist resettet. Ah fuck, okay, jetzt wollte ich den gerade pullen. Da kommen noch mehr da hinten, oder? Da habe ich die da ein bisschen blöd reingezogen. Aber es hilft nichts. Okay, da müssen wir raus. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm, ich dachte, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr, okay, da sind sie. Muss gleich bloß gucken, dass ich. Okay, was habe ich denn? 16 Stacks? Müssen jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir hin machen. Am Schar habe ich wieder nichts bekommen. Traurige Angelegenheit. So, warte, locken wir um zum nächsten Schar. Naja, irgendwann kriege ich schon da was. Komm, den dispellen wir mal. Holt halt den anderen, okay. Ja, ich hätte. Oh fuck, nicht das der. Ich hätte den schon dazu gepullt, aber oftmals klappt das halt leider nicht. Wenn dann Leute hier eingekerkert werden, dass die anderen sie rausholen, ne? Ja, okay. Macht halt keiner. Gut, dass wir geredet haben drüber. Genau das meinte ich nämlich. Deswegen, also wenn es bei einem halt schon mal nicht klappt, ne, dann weißt du halt Bescheid. Ah, nehmen wir das mal runter.
Dann gucken wir mal. Ja, 21 haben wir jetzt noch. 3, 2, 1. Den Heiler jetzt kurz hinsetzen lassen. Okay, der Worry ist halt nicht weggegangen, ne? Ich laufe als Tank raus und der Worry bleibt halt einfach echt stehen. Na gut, der Boss kann auch absolut gar nichts. Okay, aber warum ziehen sie jetzt hier keine Drums? Mein Charme mal wieder zum Charme bringen, so nebenbei. Aber wir haben Bosskampf, versieht eh nicht sonderlich viel. Aber eigentlich ist die Woche relativ einfach. Necrotic kann nicht viel, dieses Wütend-Ding kann eigentlich auch nicht sonderlich viel. Also von dem her, vor allem wenn du eine Klasse dabei hast, die am Ende einen Mastern hat, dann geht's eigentlich echt klar. Jetzt haben wir uns natürlich die Mitte richtig schön zugewoidet. Aber da an der Seite kommt man eigentlich noch vorbei. Ich habe noch nie so lange gegen den Boss gekämpft, ne? Aber mit Tyrannisch. Aber wir haben halt auch keinen guten Schaden dabei, ne? Also nicht mal alle auf 20k von den DDs. Okay, der Shadow ist dran. Weiß ich nicht, ob es clever ist, uns in die Mitte zu positionieren. Wahrscheinlich haben wir jetzt gleich da das ganze Feuer. Ich hoffe, es geht auf den Shadow oder so. Ach, dammit, ich wusste, dass das keine gute Idee ist. Sieht gut zugewoidet aus, auf jeden Fall. So, und jetzt kommen dann gleich die richtig interessanten Mobs. Oh, war ja. Haben wir noch so einen kleinen Fleck. Muss hier naht auf jeden Fall das Fenster aufmachen, ne? 30 Grad draußen, Dachzimmer, das ist knackig. Knackig. So, jetzt sind wir hier. Wait, ja, ja, ist mir schon klar. Okay, die hauen halt echt richtig raus. Ich muss mal ein bisschen weggehen. Hexen. Okay, also das mit dem Debuffs wird richtig dreckig, wenn die nahe 2 krieg. Das wird richtig dreckig. Das sehe ich jetzt schon. Oh, der Char spawnt gleich schon nächstes Mal. Na gut, den brauche ich gar nicht mehr dispeln. Ich hoffe, ich add den Großen jetzt nicht. Okay, perfekt. Ich glaube, das möchte man nicht, dass man die dann auch noch dazu hätte. Was habe ich gekriegt? Eine Scharkiste, ne? Mehr nicht. Und das Heal-Totem. Der Debuff haut halt ziemlich rein. Ah fuck, wir haben... Das war jetzt dumm. Wir haben jetzt nach der Gruppe Necrotic. Und ich habe hier Inka... Oh verdammt, das war jetzt richtig dumm. Komm her jetzt. Das war jetzt tatsächlich nicht so geil. Das war jetzt eine ziemlich gewastete Inka. Vor allem jetzt mit dem nächsten Ding spawn Necrotic. Sollten da ein bisschen weggehen, obwohl eigentlich kannst du den Dicken auch mit Necrotic machen.
Nehmen wir den noch runter. Und hier der Boden ist, siehst du auch nicht so geil, das Zeug. Obwohl doch. Also die Liederpfützen siehst du. Na gut, wir hätten den Dicken ruhig da reinziehen können. Das wäre überhaupt kein Stress gewesen. Mana hat der Heiler auch. Hütet euch. Ich kann das chargen. Ich werde da jetzt nicht rauslaufen. Easy. Weil das Hochschleudern macht so gut wie keinen Damage. Der Fallschaden ist halt krass. Aber ich habe einen Charge, dann ist das kein Stress. Hütet euch. So, und jetzt muss ich schauen, ob ich gut bin. Okay, ja, mit dem Gulbash kriege ich es auch. So, jetzt kommen die krassen Gruppen. Eigentlich ist es halt nicht mehr so gut, die alle runter zu DPSen. Das heilen wir uns einmal. Alle gleichzeitig runter zu DPSen, wenn wir Dings Buff haben. Okay. Da hinten kommt jetzt dann gleich die krasseste Gruppe. Aber da habe ich dann Inka wieder ready. Aber da wird uns Necrotic auch reinspawnen, ne? Okay. Bye bye. Nein, Invis Pots ist total sinnlos. Du musst ja zweimal durch. Ich muss näher ran. Wir können ihn nicht retzen. Der eine muss ihn retzen, ja. Mein Gott. Okay, auf geht's. Könnte hart werden. Deck mal voll. Jetzt schon 30 Stacks, ne? Fuck it. Okay, ich muss Shadow melten. Einmal Shadow meltet. Jetzt muss ich sie halt alle wieder kriegen, die Mobs. Okay, Shadow melt war eine gute Idee, glaube ich. Hat der Worry halt 1-2 Hits gefressen, aber das ist jetzt nicht so wild, um ehrlich zu sein. Ah, der Worry hat von ein paar Aggro. Ich hab mein Heiltrinket sogar noch. Also ohne Shadow Melt wäre ich wahrscheinlich gerippt. Aber gut, ich hatte noch CDs auch. Also ich hätte noch mal wollen können. Die Dings hat... Was? Achso, mich wurde eine Gruppe eingeladen. Gott sagen hier. Was ist jetzt los? Ich dachte, ich bin gestorben. Ich bin mit meinem Shard-Sharper in der Gruppe. Achso, warte mal, mit dem brauche ich gar nicht in der Gruppe. Oh, vielleicht sollte ich hier gucken, was ich mache und nicht mit dem Shard des Zorns rumgammeln. Ich habe nämlich jetzt 3 Stacks. Ich kick die jetzt mal weg. Mal schnell ein bisschen outrangen. Und ich muss umloggen mit dem anderen Char. Ich will nämlich nicht nochmal den Stack hochkriegen, wisst ihr? Deswegen habe ich jetzt hier mal ganz schnell
Eigentlich hätte ich die drei Stacks nicht kriegen sollen, aber ich bin muss gerade schauen, dass ich beim Schar des Zorns am Umloggen bin. Ah, fuck. Zappt der mich jetzt hier? Geh doch weg. Warum mache ich denn Wormut mit dem Schar an? Lass den mal ein bisschen recken. 3, 2, 1. Schauen wir mal, ob sie den Kampf hier sauber runterspielen mit den Totems, ne? Da wird ja auch oft mal alles ignoriert und durchgebrettert. Schon zu oft erlebt hier. Okay, ich hoffe, es kann noch jemand kicken. Ich habe nämlich blöderweise am Anfang... Ja, wir haben Opulenz vorhin gelegt. Alles gut gelaufen. Hier, Totems. Ja, wir haben eigentlich genug Ranges. Eigentlich könnte der Worry auch hier bleiben. Gerade noch gekickt. Okay, sie spielen auf jeden Fall den Kack. Komm, ich zieh jetzt mal die Inka. Boah, der Boss wird halt 5 Jahre dauern bei dem Damage, ne? Das Schöne ist, Necrotic ist beim Boss vollkommen wurscht. Oh, kickt das noch nicht instant. So, nächsten Char zum Char. Jetzt haben wir halt nochmal Totems. Nee, ich habe das Trinket wieder nicht gekriegt. Und ich habe den Umhang auch nicht in Antorus bekommen, ne? Das sind ja die zwei Sachen, die ich im Moment farm. Einmal mit dem Boost-Char, einmal mit dem hier. Das will leider nicht so. Schön wär's, ne? Wenn ich da was kriegen würde. Muss ich den nächsten kurz antanken? Ah, das ist der Wirbelwind-Tanz, wurscht. So, kann ich nebenbei zum Char laufen? Geht das? Jetzt keinen Scheiß machen hier. Fuck, jetzt kommt das Ding. Musst du einmal dingsen und dann kannst du reinmoven, dann ist easy. Easy going. So, jetzt stelle ich mich beim Char so weit hin. Oh, kack, ich muss schon wieder raus. Na gut, das macht so gut wie kein Damage. Hier ist Tank, kriegt er nicht viel. Ja, jetzt bleibe ich einfach drin stehen. Ich kann ja wieder reinchargen. Das macht halt echt nicht so viel Damage. Hütet euch. Na, komm, wir spielen heilerfreundlich. Macht zwar nur 9k oder so, was ich da von so einem Plate abkrieg, aber man muss es ja nicht forcen, dass der Heiler OM geht. Musst du halt eigentlich gar nicht viel rummoven. Muss, wenn du weißt, was du tust, ne, ist das eigentlich recht gechillt bei dem Boss. Weil die gehen halt immer weiter nach außen, ne? Du musst halt nur am Anfang einmal hier das Reinlaufen hinkriegen und dann musst du den Dingern eigentlich nicht mehr ausweichen. Hütet euch. So, dann haben wir noch einen, ne? Ach, das ist der Typ, wo ich weglaufe. Vor dem, ich glaube, mit Boss-Buff sollte ich vor dem tatsächlich weglaufen. Ich glaube, der natzt mich sonst. Gibt der mir live Pekun, okay. Lauf! Na gut, ich habe den Debuff noch drauf, jetzt soll ich eigentlich noch nicht hingehen. Ein bisschen zu früh hingelaufen, aber okay, gut, so viel Schaden macht er gar nicht. Mein Gott, kämpfst du lange an diesem Kampf rum, ne? Das ist ja... Wir haben so wenig Single-Target. Ach, jetzt habe ich gerade Inka gezogen. Hütet euch. Passt. Also wir haben jetzt hier 3 Minuten an dem einen scheiß Bosskampf rumgekämpft. Lauf, kleines. Schon wieder weglaufen. Lauf. Dafür gibt
Wird das vor allem nur eng mit In-Time, ne? Müssen jetzt noch komischen Zul-Typen umboxen. Und dann halt den Endboss. Naja, obwohl, der wird aber keine... Ja, Zul vielleicht 1-2 Minuten und dann Endboss 3-4 vielleicht. HT haben wir halt leider keins. Ja, mal schauen. Finde es hier so schön, dass du schon loslaufen kannst, bevor die Brückenanimation fertig ist. Dürfen wir halt nicht verkacken, ne? Aber bis dahin will ich mir nicht euer Geschwafel anhören. Beschwert euch so viel ihr wollt. Ihr hättet wissen sollen, dass niemand Garun entkommt. Oh, da hinten ist ein Ding. Ja, gut. Aber die spielen das schon einigermaßen gut runter, also da kannst du nicht motzen. Hier gehst du halt langsam immer weiter runter. Oh, warte mal, vielleicht soll ich den Boss dispeln, weil der haut schon relativ viel Magic-Schaden raus. Habe ich dann nichts. Also jetzt habe ich keine Self-Heal. Doch, ein GS hätte ich theoretisch noch. Wenn's ganz Not am Mann ist. Aber das denkt man, den brauche ich nicht. Den spare ich mir. Ah, siehste. Easy. So, jetzt haben wir noch 4 Minuten für den Endboss. Lass ich den Heiler kurz recken. Jetzt setz dich hin zum Recken. Ah, jetzt wollte ich gerade einen Pulltimer schmeißen. Oh, der Char spawnt gerade. Macht schon ganz gut Damage, ne? Hier mit Boss-Buff. Ich denke, da solltest du dich auch am besten nicht von diesen Wirbelstürmen treffen lassen. Oh, der Char ist da. So, getaggt haben wir ihn. Jetzt kann ich mich wieder voll hier drauf konzentrieren. So. Schmeißen wir Inka an. Na, komm da mal ein bisschen raus. So, wir haben nur 3 Minuten. Ja, das müsste eigentlich müssen wir es in 3 Minuten schaffen. Kann dann sogar nochmal inkern. Ich habe halt jetzt 10 Stacks. Ah, ja, gut. Was, wie heißt das Gedöns, was ich wollte, oh, wir sind geführt. Ich wollte den Dings hier, dieses, Dunkelmond-Feuerwasser oder wie das genau heißt. Also falls du jetzt, das von vorhin meinst. Ach, dieses blöde Gefiere, echt. Ja, jetzt setzen wir mal lieber meine Heilung ein. Ja, mal auf Nummer sicher. Gut, ich habe noch eine Bark habe ich noch und Eigenheilung. Und ein GS haben wir auch noch. Okay. Was? Gesurf, ja. Ich habe Gedöns gesehen aus dem Augenwinkel. Ich will jetzt den Key nicht verkacken, weißt du? Boah, hier ist echt... Ich muss diesen Kackventilator wieder anmachen. Es ist nicht auszuhalten. Nehmen wir mal lieber Wall. Sicher ist sicher. So, 1 Minute haben wir noch. Also jetzt muss langsam, ne? Jetzt muss Druck kommen. Druck.
wie ich einfach durchgekommen bin. Ich habe extra einen Raw gezogen und die anderen wurden aufgespießt. 50 Sekunden. Extra davor einen Raw gezogen. Ja, komm. INGS habe ich auch noch. Nice! Haben das mit der Random-Gruppe Interim hingekriegt. Nach dem Start, ne? Gibt denn das? Irgendwelche Kackhandgelenke. Hände, so rum. Ja, die brauche ich nicht. Aber hier kann, glaube ich, auch eine Waffe droppen. Sollen wir einfach mal einen Bonus voll raushauen? Okay, ich habe Gold gekriegt. Ja, gut, ne? Wunderbar. Dann habe ich, warte mal, was hatte ich denn vorher? Kings Rest hatte ich vorher 11, ne? Jetzt habe ich ihn auf 13. Ist okay. Bringt mich vielleicht wieder einen Ticken hoch. Gut. Was hat denn der da für ein Dings an? Naja. Dann schauen wir weiter, würde ich sagen.